Gewicht. Aktueller Stand 67 Kilogramm bei einer Kampfgröße von 1,75 Meter. Er ist Kölner und begrüßt mit mir recht herzlich Rambo! Ihm gegenüber steht der Kämpfer aus Schrömenhausen, 33 Jahre jung, 57 Kilogramm, 1,72 Meter. Auch er debütiert heute. Er wird trainiert von Wladimir Lechner. Heute in Schwarz-Grau und Rot begrüßen wir recht herzlich Schade, der Engelgesicht Karl Böhn. Dieser Das MMA-Finale ist angesetzt auf 3 Runden auf 5 Minuten. Engel Rambo hier. Komm zusammen. Komm, warte, warte, warte. So, meine lieben TikToker, heute ist der Kampf des Abends. Ich wünsche mir von euch einen fairen, korrekten Kampf. Ihr hört genau auf meine Sachen, was ich sage. Okay? Wenn ich Break sage, stoppt ihr. Wenn ich Stopp sage und euch von der Ecke rausholen will, ohne euch zu streiten, ohne euch irgendwie zu schlagen, kommt ihr wieder in die Mitte. Ich regel das für euch, okay? So, ansonsten wünsche ich euch einen fairen Kampf, gebt euch die Hand. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Verstanden? Gut. Also Freunde, letzter Kampf des Abends. Wir befinden uns wieder im MMA, meine Lieblingsdisziplin im Kampfsport. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Engelsgesicht hier mit 4 Unzen Handschuhen und Rambo mit 8. Aber gut, sei es drum. Ja, Rambo sieht mir hier aber auch ein bisschen massiger aus, ne? Ja, das könnte sein, dass man das dadurch versucht auszugleichen. Ja. So. Ich denke, dass das Ganze nicht allzu lange gehen wird. Ja, denke ich auch nicht. Ach du. Ja. Ui, da hat er gut kassiert, denke ich, ins Gesicht. Also Rambo treibt ihn hier vor sich her. Ja. Holt die Schläge von oben nach unten aus. Sieht man auch selten bis gar nicht. Also, solange es nicht mit dem Ellenbogen macht, ist alles in Ordnung. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei einer Influencer-Veranstaltung 12-6 tolerieren. Aber kommt hier auch durch, ne, mit seinen rechten Schlägen. Aber Engelsgesicht muss man sagen, so, er stellt sich dem Ganzen trotzdem. Er läuft ja nicht weg, aber er schaut kaum hin. Ja, also mit nicht weglaufen meinst du, dass er sich in den Ring gestellt hat? Ja, nee, aber es. Er versucht schon auch was zu machen. Also er rennt nicht, er ist nicht nur im Rückwärtsgang. Ja. Stimmt, er versucht. Aber sieht natürlich ein bisschen unbeholfen aus. Oh. Aber würgen ist nicht erlaubt. Ja, aber der hängt hier jetzt gerade auch am untersten Ringseil. Mit beiden Händen am Hals gewesen, Rambo. Das darf man nicht. Ah, der Ringrichter ermahnt ihn aber auch genau deswegen. Hast du super beobachtet. So, die ganze Halle steht jetzt. Ja, sitzt schon fast im Ring. Da hängen Leute an den Traversen. Unfassbar. Aber so wie die zwei es sich auch gegeben haben, ne, im Internet, auf TikTok und Co., ist das schon ein sehr heißer Kampf, sag ich mal. Ne? Ja. Die haben ja nichts ausgelassen, auch bei der Pressekonferenz kam es zu Tumulten zwischen beiden. Herr Engels Gesicht erst jüngst auch wieder Ärger gehabt vor dem Filmcasino in München. Wieder beide Hände am Hals gewesen. Jetzt aber im Schwitzkasten. Bringt ihn zu Boden, Rambo.
Jetzt muss er auch schlagen. Er hat den Mundschutz ausgespuckt. Ref, der Mundschutz ist raus. Das sieht der Referee. Ja, steckt ihn den Mundschutz wieder rein. In der Position war Rambo natürlich. Jetzt wird dann Ground and Pound enden. Genau. Und es sind 2 Minuten, also er kann es nicht über die Zeit retten. Er muss sich da selber rausbefreien. Sonst ist die Nummer hier nämlich rum. Aber Rambo kommt auch nicht ordentlich durch. Eine Geste, die wir hier unkommentiert lassen. Was ist jetzt los? Oh, aber Engels Gesicht gut gezeichnet. Wir sehen jetzt vor. Der Kampf ist vorbei. Engels Gesicht, guck mal, wie das anschwillt bei ihm am Kopf. Siehst du es? Ja, ich sehe es gerade. An der Augenbraue. Ja. Der Kampf ist vorbei. Der Ringrichter hat den Kampf abgebrochen. Das hast du richtig gesehen. Ja. Auch nachvollziehbar. Ja. Also Engels Gesicht am Boden, unbeholfen. Hat diverse Schläge im Stand, aber auch am Boden einstecken müssen. Die Security versuchen hier die ganzen Zuschauer vom Ring fernzuhalten. So, jetzt erstmal ein großer Applaus für beide Kämpfer. Ja, der Kampf ist tatsächlich gelaufen. Ja. So. Das offizielle Ergebnis ein großer Applaus für beide Kämpfer, für Chad und für Rambo. Ben, hier, komm her. So, liebe Freunde, das war's für heute Abend. Danke für die Aufmerksamkeit. Also, das war's aus Düsseldorf. Wir wollten noch mal einen schönen Abschied feiern. Das Finale war fulminant. Die Leute sind im Ring. Anscheinend wollen alle kämpfen heute Abend. Aber ich sag, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Und allen Besuchern in der Halle, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch allen eine schöne Heimfahrt. Bleibt bitte gesund und vielleicht sieht man sich ja bald wieder. We will see. Heide, tschüss.